Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Einführung. Ich will mich jetzt von der Wissenschaft und den Musterprojekten in die Niederungen der Politik bewegen. Sie haben es eben schon gesagt, die Politik befindet sich im Umbruch seit der Wahl. Dennoch bin ich der Meinung, dass auch die neue Regierung sich von gewissen Erkenntnissen nicht lösen kann und von gewissen Handlungsoptionen ebenfalls nicht, sodass also eigentlich das, was ich jetzt gleich vorzutragen habe, in den wesentlichen Eckpunkten auch für die Zukunft zu erwarten ist. Letztverbindlich kann ich das natürlich nicht sagen. Aber ich nähere mich einmal aus dem Bereich Verkehr und wie mein Referat hier heißt, intermodaler Güterverkehr, Häfen, Schifffahrt und eben Logistik, was alles sehr eng zusammenhängt, dieser Thematik. Also ich gehe von der Verkehrsmobilität aus und nähere mich dann dem Bereich der Klimathematik, die notwendigerweise auch aus unserer Sicht, jedenfalls aus der modernen Politik, damit eng zusammenhängt. Wir werden wahrscheinlich eine gewisse Neujustierung, aber im Sinne eher einer Aktualisierung, noch mal vornehmen müssen. Ich darf noch mal ganz kurz die Ausgangslage kurz skizzieren. Sie klang auch eben schon mal an. Wir sind in Nordrhein-Westfalen ein ganz wichtiges Binnenschifffahrts- und Logistikland. Wir verstehen uns schon als das Logistikland Nummer eins. Damit haben wir auch sämtliche Herausforderungen zu bewältigen, denn die Güterströme werden stark anwachsen. Ich werde die Folien eben gleich mal etwas überschlagen müssen aus Zeitgründen, aber alle Prognosen gehen davon aus, dass sich die Güterverkehre bis 2030 plus minus verdoppeln werden. Es gibt da so eine kleine Delle, weil es zwischenzeitlich mal Einbrüche gegeben hat. Aber wir haben jedenfalls versucht, alle Probleme, die sich daraus ergeben, zu identifizieren und dafür Lösungsansätze zu bieten und haben das niedergelegt in jenem Wasserstraßen-, Hafen- und Logistikkonzept unseres Landes. Wir sind im Nordrhein-Westfalen Vorläufer derartiger Konzepte. Wir haben 2004 ein Konzept vorgelegt, dann 2008 und jetzt 2016 eben mit dem Schwerpunkt Logistik. Das hatten wir vorher das Thema eher gestreift, aber weil eben diese enge Verknüpfung besteht und man das eine nicht ohne das andere betrachten kann, zumal die Häfen jetzt mittlerweile, das wurde mir eben im Duisburger Vortrag auch deutlich, mittlerweile die Logistikzentren per excellence sind. Also unser Ziel war, dass die alten Konzepte, die beiden früheren aus 2004 und 2008, fortzuschreiben und neu zu justieren und vor allen Dingen die Logistik stärker in den Blick zu nehmen, letztlich um den Standort NRW weiter zu stärken, aber vor allen Dingen um mal für alle Akteure einen verbindlichen Rahmen zu haben, in dem man sich bewegen kann. Und für die Politik ist es natürlich dann gleichzeitig ein entsprechender Leitfaden, an dem sich natürlich dann auch alle Akteure auszurichten haben. Also ich hatte es schon erwähnt und der Kollege eben auch, Logistikknoten finden sich vor allen Dingen in Häfen. Das ist eine Entwicklung, die sich eigentlich seit 2003 zunehmend ergeben hat, mit einem völligen Funktionsverständnis, Wechsel des Funktionsverständnisses der Häfen, die sich zunehmend mehr als Logistiker auch verstehen, denn als Landlords. Aber das ist eine Entwicklung, die nur die größeren Häfen machen. Die kleineren sind eher noch, sagen wir mal, auf Nischen angewiesen und die werden dort auch beackert. Die Logistikbranche ist bedeutend. Ich habe hier mal einige Zahlen aufgeschrieben. 28.000 Unternehmen, 70 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr und nach unserer Rechnung sind es auf jeden Fall 317.000 Arbeitsplätze, also eine beachtliche Zahl. Und damit korrespondiert jetzt der andere Bereich Wasserstraßen. Wenn man sich das anschaut, 720 Kilometer Wasserstraßen, 240 am Rhein, 480 im Kanalsystem. Das Kanalsystem ist bei uns einzigartig, wenn es auch nicht optimal ausgebaut ist. Aber sowas finden Sie in anderen Ländern nicht. Das ist in ein Alleinstellungsmerkmal schon von Nordrhein-Westfalen.
Man kann sich jetzt über die Kompetenzen noch weiter unterhalten, wer für was zuständig ist. Die Länder, wenn man das grob veranschlagen will, sind für die Häfen und der Bund für die Wasserstraßen zuständig. Hier kann man auch noch mal deutlich sehen, dass wir insgesamt, das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen, in Nordrhein-Westfalen, in einem Bundesland, 119 Binnenhäfen haben. Davon allerdings 22 öffentliche Häfen. Ich will jetzt hierauf nicht eingehen, wo der Unterschied besteht, aber wenn Sie es mal grob sortieren wollen, dann würde man sagen, die restlichen Häfen, die sind eher so Firmenhäfen und Umschlaghäfen für die Umschlagstellen für die jeweiligen Konzerne, Bayer zum Beispiel oder Thyssen, also diese 97 privaten Häfen und versorgen dann halt die Unternehmen. Also ich denke mal, das ist auch unbestritten, dass wir das Binnenschifffahrtsland Nummer 1 in Deutschland sind. Wir haben eine gute Verbindung zu den belgischen und niederländischen Häfen. Wir nennen das die Rennstrecke am Rhein. Der Rhein ist natürlich das beste Bindeglied, was man da haben kann und die beste Transportstrecke natürlich auch. Aber ganz besonders hervorzuheben ist auch, dass wir nicht nur von diesen Rheinhäfen leben, sondern von der Hafenvielfalt. Es ist also auch so, dass uns die Kanalhäfen wichtige Dienste tun, nicht nur als Versorger im Rahmen des Transportes von Waren im Ruhrgebiet. Das Manko hier, deswegen gehe ich da schnell drüber, kennen wir. Meistens werden die Gütertransporte immer noch per Lkw abgewickelt. Deswegen haben wir das Verlagerungsthema, was Sie eben angesprochen haben, auch. Allerdings haben wir in NRW den höchsten Transportanteil des Binnenschiffs, was uns aber auch letztendlich nicht allzu sehr hilft. Der Seehafen-Hinterlandverkehr ist für uns besonders bedeutend. Ich will die Zahlen mal etwas überspringen, weil das eigentlich auch eine ziemlich klare Sache ist. Wir haben das mal so ein bisschen in ein Schema gebracht. Aber der wichtigste Verkehr ist und bleibt dann doch für uns, und das ist auch das Expansionspotenzial, was wir haben, der Containerverkehr. Und hierauf müssen wir auch ein Stück weit den Fokus richten. Zumal auch die Entwicklung zu beobachten ist, dass Massengüter teilweise jetzt in Container eingesackt werden. Also dieser Verkehr wird extrem steigen. Und da rechnet man tatsächlich dann mit einer Verdopplung. Ich denke mal auch 2013 ist relativ realistisch. Wir haben also die Notwendigkeit identifiziert, die Straßen zu entlasten. Wenn wir sie nicht entlasten, wird der Logistikstandort leiden, denn er lebt von der Just-in-Time-Lieferung. Die Lagerhaltung ist ja weitgehend abgebaut auch. Das heißt, die Waren müssen zeitgerecht in der Fabrik oder dort, wo sie als Zielpunkt angedacht sind, müssen sie anlanden. Wenn das nicht mehr funktioniert, steht der Logistikstandort wirklich in Frage und damit diese Wertschöpfung, die wir haben. Wir haben eine hohe logistische Wertschöpfung und damit verbunden eben die Arbeitsplätze. Aber um das jetzt auch noch mal zu komplettieren, natürlich spielt auch der Umweltaspekt eine gewisse Rolle. Die Verkehre auf der Straße sind jedenfalls bei einer relativen Betrachtung immer noch umweltunfreundlicher in vielerlei Hinsicht. Ich werde darauf noch näher eingehen, sodass wir die Politik der Verlagerung immer noch weiter verfolgen, aber auch die Politik der Komobilität und vielleicht sogar der Synchromobilität. Vielleicht kann man in der Diskussion dann noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben aber auch sehr große Probleme. Das ist jetzt hier noch nicht angeklungen, aber wir haben ein Flächenproblem in Nordrhein-Westfalen. Das Flächenproblem verdichtet sich vor allen Dingen in den Häfen selbst und betrifft eben logistiknahe Flächen. Weniger die Umschlagflächen, die dürften noch etwa 4 Jahre reichen. Die Logistikpotenziale außerhalb von Häfen, da kann man noch von befriedigenden Zuständen ausgehen. Allerdings ist es so, dass diese Flächen nicht unbedingt da sind, wo man sie benötigt. Sie sind auch nicht so ertüchtigt immer, so wie sie ertüchtigt sein müssten. Also wir haben bisweilen ein Verfügbarkeitsproblem. Deswegen haben wir uns angeschaut, wie sieht das eigentlich aus, wo gibt es bestimmte Flächen, und haben dann eine bestimmte Gliederung entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir identifizieren jetzt erstmal,
Wo sind Probleme? Wo sind die Handlungsfelder? Wir konturieren die Handlungsfelder, wir ordnen diese Handlungsfelder bestimmten Akteuren zu. Und ganz wichtig ist, dass es nicht nur eine Aufgabe der Landesregierung ist, zu sagen, wie lösen wir diese Herausforderung, sondern das müssen alle machen. Und wir wollen denjenigen klar sagen, ihr seid für jenes Problem mitverantwortlich, mit zuständig, ihr müsst handeln. Und nicht nur A, B, C, sonst kommt nichts, sonst wird das nicht. Das war auch ein Fehler unseres ersten Konzepts, dass wir das nicht so klar herausgearbeitet haben. Jetzt sind die jeweiligen Akteure, die eben nicht handeln, in der politischen Verantwortung. Und dann muss man sehen, wie man damit umgeht. Jedenfalls werden sich die einen oder anderen Lobbyisten stark zurückhalten müssen, wenn sie wieder sich an die Landesregierung mit irgendwelchen Thematiken wenden. Also, ich überspringe das ein bisschen. Wir haben Potenzialanalysen gemacht. Wir haben herausgearbeitet, welche Flächen fehlen wo. Wie könnte man diese Flächen ertüchtigen? Wir haben einen bestimmten Kriterienkatalog angelegt, dass wir gesagt haben, okay, wir können Kriterien anlegen, die heißen kreuzungsfreie Bereiche. Oder sagen wir mal, auch gute Anschlüsse, wie weit ist das von der Autobahn entfernt, etc. pp. Und daraufhin kommt man zu einem bestimmten Bild. Wir haben dann festgestellt, dass es bestimmte Areale gibt, die wir benötigen und die müssen auch gesichert werden. Und das Land hat nur ein einziges Instrumentarium, was wirklich vielleicht etwas Schlagkraft hat. Und das ist der Landesentwicklungsplan, der ist jetzt sehr neu. Wir haben also Flächensicherung betrieben. Das zeigt sich hier in dieser Folie auch. Wir haben also Ziele gebildet. Ziele sind also bestimmte Planungsaufträge, die nach unten bis zur Bauleitplanung herunter einem Anpassungszwang unterliegen, jeweils natürlich weiter konkretisierend. Aber man kann sich doch nicht mehr aus der Problematik herausstellen, indem man einfach städtebaulichen Begehrlichkeiten Vorrang einräumt, wenn das im Landesentwicklungsplan anders geregelt ist. Wir haben ja das Problem, dass der Städtebau erstens Teile aus den Hafenbereichen herauslöst. Düsseldorf ist ja ein Musterbeispiel, der Medienhafen, der mag ja schön sein. Aber er hat schon zum Verlust von Arbeitsplätzen geführt und vor allen Dingen auch das Heranrücken von Bebauung. Deswegen haben wir gesagt, okay, das Problem verdichtet sich innerhalb der Hafenflächen selbst, außerhalb der Häfen nicht. Deswegen haben wir auf eine Sicherung in Form eines Ziels im Landesentwicklungsplan von Flächen außerhalb der Häfen, von Logistikflächen außerhalb der Häfen verzichtet. Deswegen steht hier, da keine landesplanerische Sicherung. Aber das heißt nicht, dass die ungesichert sind. Es gibt auch sogenannte Grundsätze in diesen Entwicklungsplänen, in diesem Entwicklungsplan, die auch dazu nötigen, dass man Flächensicherungsgesichtspunkte berücksichtigen muss. Kurz und gut, wir haben ein Verfügbarkeitsproblem. Das Verfügbarkeitsproblem wird angegangen mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Wir haben das kategorisiert. Wir haben es priorisiert, wir sind zu bestimmten Standorten gekommen. Wir haben zwar keine Vollerhebung machen können, das wäre gar nicht zu leisten gewesen. Wir haben aber festgestellt, dass es also bestimmte Flächen gibt. Diese Flächen sind besonders gut geeignet und wir haben sie einfach mal genannt strukturbildende Logistikstandorte. Davon sind einige in den exponierten Regionen, mit denen man auch was anfangen kann. Eben hörte ich die Fläche bei Kamp-Lintfort, die 50 Hektar, die gehörten auch dazu. Übrigens auch die RAG-Flächen, die genannt worden sind vom Kollegen, die haben wir also auch entsprechend mitgesichert und haben jedenfalls wirklich in Ausrichtung auf die Logistikindustrie gesagt, was sind Flächen, die für euch interessant sind und was sind Flächen, die für euch weniger interessant sind. Also eine Fläche etwa im Sauerland ist weniger interessant für Güterströme, die den Zielpunkt von mir aus Gelsenkirchen haben. So, die nächsten Punkte überschlage ich ganz schnell, um zum Zentralpunkt zu kommen. Die Logistikbranche wird nicht nur positiv gesehen. Das Image ist nicht besonders gut. Ja, also wir haben es mal recherchiert.
Lohndumper, dann Krachmacher, ja, wenige Arbeitsplätze werden geschaffen durch Logistik. Also die große Freude lösen Logistikflächen nicht bei den Kommunen aus. Das muss man wissen, sodass man da sicherlich etwas mehr schieben muss, als die Herrschaften dort geneigt sind. Wir haben aber versucht, und weil wir die Notwendigkeit sehen, ich mache es jetzt ganz schnell, mit einigen Instrumenten, die auch in dem Hafenkonzept niedergelegt sind, etwa einer Marketinggesellschaft, das Image aufzubessern, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Das dürfte überhaupt jetzt allgemein bekannt sein. Wie der zu lösen ist, stellt sich als schwieriger heraus, als wir uns das gedacht haben. Auch wenn das jetzt eine provokative Äußerung ist, das wird kurzfristig mit den Flüchtlingsströmen oder mit den Menschen mit Migrationshintergrund, ich will es mal so politisch korrekt ausdrücken, nicht lösbar sein. Da haben wir gerade in der Logistikbranche gewisse Erfahrungen gemacht, sodass wir da also noch viel, viel Einsatz fahren müssen. Da ist die Landesregierung aber aktiv dabei, das zu verbessern. Dass wir uns versucht haben, die Anbindung zu verbessern, dass wir versucht haben, über Kooperationen weitere Vorteile zu erzielen, Synergieeffekte zu erzielen, ist sicherlich auch nicht weiter erklärungsbedürftig. Aber wir haben versucht, in mehreren Konferenzen die Problematik darzustellen, aber auch, um jetzt noch mal auf den Umwelt- und Klimabereich zurückzukommen, wir haben festgestellt, dass der Modernisierungsgrad der Schiffmotoren nicht besonders hoch ist. Natürlich hängt das an der Ertragslage, die war nicht besonders hoch. Die Motoren sind langlebig, die halten 40 bis 50 Jahre. Das sind auch Erfahrungswerte, ich denke, das kann man nicht bestreiten. Aber, es klang ja eben schon an, wir wollen auf umweltfreundliche Kraftstoffe setzen, LNG viel eben. Gerade bei LNG haben wir am 22.02. zu LNG haben wir am 22.02. eine Tagung gemacht. Wir haben mal ausgelotet, welche Probleme da noch bestehen oder welche Maßnahmen bereits ergriffen worden sind oder in der Planung stehen. Und da haben sich einige Erkenntnisse ergeben. Andere Punkte sind etwa die Verbesserung der Landstromversorgung. Das heißt, die Schiffe sollen nicht abends ihre Motoren dauernd laufen lassen, wenn sie, und es geht tatsächlich nur um die Stromerzeugung, nicht um die Hauptantriebe. Und wir haben natürlich in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium überlegt, ob es da gewisse Fördermöglichkeiten gibt. Aber jetzt mal zum Grundsatz, und dann kann ich vielleicht damit weiterschließen. Einmal gibt es einen Landtagsantrag von 2014, in dem sich alle Fraktionen, das betone ich, dazu erklärt haben, dass man diese Problematik angeht, auch die Umweltproblematik im Hinblick auf die Logistik. Deswegen ist nicht unbedingt zu erwarten, dass sich jetzt eine neue Regierung in anderer Konstellation von ihrem eigenhändig mitgetragenen Antrag löst. Ja, ich will ihn jetzt im Einzelnen vorlesen, aber man muss realistisch bleiben. Es gab Vorläufer dieses Antrags. Da muss man sich die Frage stellen, ob das Verhältnis von Ökologie und Ökonomie tatsächlich richtig gewichtet ist. Wer halbwegs realistisch ist, muss, ich weiß, dass das ein Streitthema ist, muss davon ausgehen, dass es immer noch um die Wirtschaftlichkeit, um die Effizienz geht und am Rande eigentlich eher oder sagen wir mal 10-20%, wenn ich das mal so unverbindlich eingrenzen darf, geht es dann tatsächlich um Umwelt oder Maßnahmen des Klimas. Ja. So, und wenn man das mal... jetzt müssen wir sogar wirklich zu Ende kommen. Okay, also es gibt kein... 5 Minuten mehr und jetzt... 3 Sätze? 2 Sätze. 2 Sätze, okay. Es gibt also keinen wirklichen Gegensatz mehr wie früher zwischen Ökologie und Ökonomie, also Verkehr und Effizienz. Es geht darum, dass man mit der Ökologie weiterkommt und entsprechend nachhaltig arbeitet und mittlerweile lässt sich auch Umweltfreundlichkeit kommerzialisieren. Vielen Dank. Vielen Dank.